Das riecht hier nach einer Nachtschicht. Ah, Scheiße! Fuck, ey! Donnerstag, 18. April. Zwischen den Schauern. Moin! Moin! Ja, denn? Ja, ne? Ja, greif mal hart runter. Noch sind die Ziegen und Schafe abgelenkt. Graupel, leck mir deine Füße. Mann, ey. Oh, so ein Scheißwetter. Boah. Fahr ich ran und zieh den ein bisschen. Nee, da sind zum Glück alle zugeschlossen. Scheiß die Wandern, ey. Hätten wir mal doch eine Palettengabel nehmen sollen. Kneif doch noch mal rein. Ich kneif noch mal rein. Na, wir können die noch mal kneifen. Kurve! Gitter randrücken? Nee. Passt nicht, ne? Dann muss ich nochmal ganz oben versuchen reinzu. Ja, du knapp mal nochmal auf, versuche ich mal da oben zu treiben. Ja. Kabel tiefer, den noch auflassen. Ja, dann komme ich aber. Ja. Ja. Warte.
Ja, Drecksau. Nächstes Mal doch die Palettengabel. Wollen wir das? Lass uns mal, müssen wir versuchen, den Rand zu drücken. Also die Klappe. Versuch mal eben die Klappe, dass wir die ran drücken, aber es wird auch nicht gehen. Dann machen wir nur kaputt. Och, Kacke. Komme ich von der Seite ran? Welche Seite geht auf? Deine oder die andere? Die hier und auch die andere. Beide. Ja, dann versuchen wir das nochmal. Und ein bisschen rüberlenken. Keine Ahnung. Alles scheiße. Genau so wollten wir das doch haben. Freitag, 19. April. Und es schüttet wie aus Eimern. Das war sogar angekündigt. 10 Liter sonst werden heute. Das sieht bald so aus, als wäre die Hälfte davon schon da. Es pisst. Fahr dann das eben mit dem 716 mit dem Flug zum Weizenschlag gefahren. Da steht ja immer noch ohne Ende Wasser. Und er hatte die Vermutung, dass er da nicht durchkommt. Deshalb fahren wir jetzt nochmal eben hinterher. Dass wir da einmal langziehen können, aber es hilft alles nichts. Das Wasser will da ums Verrecken nicht weg. Und das muss weg. Mal schauen, ob das. Ach, Scheiße. Ob das funktioniert. Das im Moment noch nicht, dass das morgen mit den Pflanzen richtig hinhaut. Aufgrund des Regens, das hat ja jetzt auch ordentlich in die fertigen Beete reingeregnet und das ist natürlich so lose, dass den 722 mit der Prius dann wahrscheinlich versenken wird. Aber ja, keine Ahnung. Wir warten den Tag jetzt nochmal ab und dann gucken wir und überlegen wir, ob wir es morgen versuchen können oder nicht. Kannst du dir echt nicht ausdenken, so eine Scheiße. Ja. Das macht doch alles keinen Spaß. Eine Grüppenfräse gebraucht, aber haben wir nicht. Ja, ist er so durchgekommen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? So, geht's wieder nach Hause. Irgendwelche Arbeiten suchen. Es ist ja nichts. Ist ja nichts möglich jetzt. Thank you.
Grüße, Alter. Den tauschen wir noch eben. So. Akku getauscht, Akku voll. Schnauze aber auch voll. Es ist gerade mal ein bisschen trocken. Ist aber noch mehr Regen angesagt. Ich habe jetzt ein bisschen umdisponiert. Ich bin mir zu 99% sicher, dass das keinen Wert hat, morgen in die Beete Kartoffeln zu versuchen reinzupflanzen. Das ist zu nass. Und in die Richtung, wo der Schlag ist, sind die Wolken auch noch dunkler. Also nützt alles nichts. Verschoben. Aber das, wenn man mal eine Bahn durchzieht, dann ist das so, ne? Mit zwei Schleppern, das ist nicht weiter schlimm. Aber ständig da mit zwei Trägern da rumwühlen, das hat keinen Wert. Das machen wir nicht. So, ich fahre jetzt eben flott zur Physio, lass mir meine Halswirbel richten. Ja, Jens habe ich gesagt, wenn er möchte, kann er heute Nachmittag auch frei machen. Der hat ja in seiner Ferienwohnung oder in den beiden Ferienwohnungen noch genug zu tun. Was ist jetzt los? Aktiver Anruf angezeigt im Auto. Habe aber nicht mehr angerufen. Mit der Ferienwohnung noch genug zu tun, also kann er lieber da weitermachen. Wir haben jetzt im Moment zu Hause nichts, also wir haben genug, was fertig soll, aber nichts, was irgendwie weglaufen würde. Nichts Eiliges. Also denke ich mal, machen wir das so. Bis gleich. Ja. Yeah. Skallert schon wieder aus Eimern. Mann, ey. Auf der Hinfahrt habe ich noch gedacht, habe ich so für mich gedacht, war das vielleicht doch falsch, das Pflanzen abzusagen morgen. Nee, war es nicht. Teufel. So, ab nach Hause. So, auf dem Rückweg nochmal eben hier an Schlag rangefahren. Ja, letzte Nacht hat er das hierher alles fertig gekriegt. Zur anderen Seite ging das nicht. Also von daher hätte man pflanzen können, aber das ist jetzt hier komplett wassergesättigt. Da brauchst du mit dem Pflanzer nicht reinfahren. Das hat aber auch geschüttet, ey. Mann. Ich habe nichts mehr. Alles alle. Guten Morgen. Du bist auch ein kleiner Fratz. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Fleckviehkalb, ne? Oder? Bist du aber nicht. Feines Mädchen. Darf ich vorstellen, das ist Tante Lotti. Rechne, rechne, grübel, grübel. 3 Tage alt, glaube ich. 2, 3. Ja. Fein. Ach ja. Sonntag, 21. April. Und das bedeutet, dass Tante Ina Geburtstag hat heute. Sag mal herzlichen Glückwunsch. Siehst du, super. Toll hast du das gemacht.
Jo, ich versorge gleich jetzt mal eben schnell alle Viechers. Und dann ist Geburtstag angesagt. Also, bis morgen. Jo. Mann, ey. Moin. Heute haben wir Montag. Ist schon wieder Montag. 22. April. Ich fahre beim Einkaufen. Nein, Spaß. Auto muss weg. Ja, für Inas Geburtstag gestern den Pampersbomber nach hinten geparkt, damit hier vorne Platz ist. Ah, ich sehe quasi nichts, ne? Also jetzt geht's langsam. Ah, toll. Ist ja schon losgelöst hier der Frost. Großartig. Frostig. 1 Grad plus, sagt er hier. Oh Mann. Ey. Gehört. Tische haben wir alle gestern Abend noch weggeräumt. Feuertonne hatten wir an, weil es scheiß kalt war. Sehr schön. So, Jens ist aber nach 8.18 zu Gang. Müssen wir eben grob überwaschen. Den Grubber und den Schlepper ganz grob nur. Weil der Grubber hinten an einer Walze einen Lagerschaden hat. Da wollen wir mit zur Werkstatt, weil wir wollen dann gleich irgendwann um 9 kommt Matze. Wollen wir Kartoffeln pflanzen. Wir haben 5,3 Hektar auf dem Schirm heute. Das ist jetzt nicht so viel, aber da kommen unsere Nachbaukartoffeln hin. Da muss man ein bisschen, das wird alles ein bisschen länger dauern, muss man ein bisschen aufpassen. 12 Mal mit dem Wagen hin und her fahren. Wir haben auf dem einen Wagen noch die Fontane drauf. Den laden wir jetzt auch nicht ab, weil damit soll das dann Mittwoch weitergehen. Und fahren wir mit einem Wagen und dann nach und nach unsere Kartoffeln für nächstes Jahr in der Erde stecken. Kommt Matze mit der alten Maschine. Und Mittwoch und Donnerstag haben wir eingeplant, kommen Jürgen dann mit der Prius wieder. Und dann soll das eigentlich hinhauen, dass wir hier hinter den Rest fertig pflanzen. Nee, das wird noch nichts. Wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall da hinten im Windpark, da wo wir separiert haben. Er will morgen Nachmittag kommen und den Rest separieren nach rechts zum Wald hin. Ist ja noch nicht separiert gewesen. Und dass das repariert wird, dass wir die Kartoffeln auf jeden Fall reinkriegen. Heute Morgen rief Florian noch an, ja, wie sieht das aus, wollen wir das Vorgewände auch noch separieren? Ich sage, ich weiß nicht, müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Also es wäre natürlich toll, weil es ja auch nicht wenig Fläche ist. Aber Priorität hat einfach auch das Pflanzen, also dass wir das Pflanzen fertig kriegen, dass wir Fläche schaffen. Wir werden diese Woche noch nicht bis zur Hälfte vordringen, fürchte ich. Wäre schön, wenn wir es schaffen, aber ich glaube, wir haben jetzt irgendwo knapp 37 Hektar drin. Dann kommen 5,3, also 5 nochmal drauf. Dann sind wir bei 42 und dann 2 Tage, 12, 24. Nee, die Hälfte schaffen wir nicht. Dann brauchen wir noch einen Tag. So, hier haben wir die Fontane Z, die wir gekauft haben. Die kommen dann als nächstes. Und da kann man das sehen, auch bei Z-Ware zugekauft, gibt es auch mal sowas. Also das ist dieses Jahr alles mal nicht ganz so einfach, ne? Aber gut, wir kämpfen uns jetzt so langsam weiter vor. Der Wetterbericht sieht eigentlich, oder anders, dazu muss ich noch was sagen zum Wetterbericht. Ich gucke in 2 Apps, einmal Agrarwetter und ich glaube wetter.com ist die zweite. Und Ina sagt immer, was hast du eigentlich? Da ist doch gar nicht so viel Regen angesagt. Ich sage, wieso, wo guckst du denn? Und Ina guckt immer bei dieser Wetter-App, die bei Apple irgendwie anscheinend immer dabei ist, keine Ahnung, auf dem iPhone. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, auch da zu gucken, weil da ist der Wetterbericht viel schöner. Da steht gar kein Regen, oder? Also, da steht gar kein Regen. Wir können ja noch mal einmal kurz reingucken. Mein Standort, so, könnt ihr das sehen? Morgen minus 1, nachts nochmal Frost. So, die ganzen Tage recht kalt, aber ab Sonntag hier 21 Grad,
Montag 19 Grad, Dienstag, Mittwoch ist glaube ich 1. Mai, ne? Da stehen hier 23 Grad. Hundehaar drauf. Aber da ist nirgends Regen. Also, erstaunlich. Erstaunlich. In meinen anderen Apps steht immer noch Regen. Vielleicht haben wir Glück. Also, bis später. Auch neulich geholt. Z-Pflanzgut gekauft. Auch schon keimemäßig. Ich hoffe, das haut noch alles so hin. Ist nicht so schlimm wie da bei dem... Das war im letzten Video, ne? Wo ich nachgestochert habe. Aber gut, wir fahren einfach ein bisschen langsamer und dann muss das jetzt so reingehen. Irgendwie wird das schon alles. Dann ist der Jens am Waschen. So, optisch ist das Wetter mega, ne? Aber es ist scheißkalt. Da Vater ist ja, der hatte noch eben noch den 3 Meter Gruber geholt, weil bei den 6 Meter ja dann gleich fährt Jens ja mit zur Werkstatt. Kommt auch gleich. Und dann wollen wir mal die Nachbarkartoffeln hier nach und nach Sutsche, da kommt Vater schon, in die Erde bringen. So, jetzt sind hier noch 500 Leute in einer Windmühle zugang. Das passt natürlich heute auch toll. Na ja, gut. Wir haben übrigens hier den Flug abgebaut, wie man sieht, weil ich den 27 Samstag schon gewaschen habe. Gewaschen, ausgesaugt und vollgetankt. Und es wird dann hoffentlich spätestens morgen getauscht. Und deshalb will ich den jetzt nicht noch wieder einsaugen. So, mal schauen, wie wir uns stellen. Ich glaube einfach daneben und gut ist.
So, erste Sorte. Das meiste ist im Pflanzer. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Schaufel ist noch nach. Wagen ist sauber. Wie gesagt, jetzt geht's dann los. Nächste Sorte holen. Jo. Da sind die Kletterer. Wir wollen an den Turm klettern. Da habe ich neulich eine Doku von gesehen. Hochinteressant. Aber nicht für Leute mit Höhenangst. Also ich könnte das definitiv nicht. Das wäre nun gar nicht meins. Da habe ich echt Respekt vor. Das ist der, der Grube. Sand. Fahren geht. Da oben rechts, da ist eigentlich das nasseste Loch. Also eigentlich hat dieser Schlag sonst keine nassen Löcher, aber da oben rechts ist immer nass. Und da war auch überhaupt kein Problem. Ist Matze eben so durchgekommen. Das ist schon mal sehr schön. Dann kriegen wir den Schlag hier heute fertig. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was geschafft. Ne? Zweite Sorte ist jetzt komplett im Pflanzer. Aber die dritte Sorte, das ist nur eine Kiste. Da bleibe ich dann eben im Moment hier. Jetzt ist es 10:45 gleich. Dünger voll gemacht. Mal gucken, da ist, könnte in eine Schaufel reinpassen. Wenn ja, dann können wir gleich direkt wieder los. Jo, das tüdelt sich halt so ein bisschen zurecht, aber jetzt sind irgendwie gute 3 Hektar drin. Wir sind gerade zurück vom Mittag. Erstmal eben nach Hause, das dauert wohl noch eine halbe Stunde oder so, bis der Wagen leer ist. Und ja, dann kommt die Stärkeprofi dran. Die Zeit, die wir
letzt geholt hatten, gekauft haben. Das sind 4 Kisten, aber die werden wir hier wahrscheinlich nicht ganz brauchen. Also ich glaube fast, wir kommen mit 2 raus. Mal sehen. Ich werde auf jeden Fall nicht alles raufdrehen, weil sonst müssen wir es wieder runterlassen. Weil wir hier nach eigentlich, dann haben wir uns überlegt, können wir eigentlich noch ein paar Stärkekartoffeln pflanzen. Und dann muss der Wagen halt leer, ne? Mal schauen. So, jetzt geht es aber erstmal eben zurück an der Burg. So, und hier muss ja noch der Rest repariert werden. Da wollte er wohl heute Abend kommen und dann können wir hier morgen anfangen zu pflanzen von der anderen Seite. Kommen da erstmal, na, sag schnell, Fontane hin. Pommeskartoffeln, soweit wie sie reichen, und dann geht er mit Pack, mit Speiseware weiter hier. Ja. Das wäre der Plan für Mittwoch. Nicht morgen, habe ich morgen gesagt, Mittwoch. 14 Uhr. Ich habe jetzt hier die letzte Sorte, das ist die Stärke-Profi auf dem Kipper. Ich habe jetzt doch alle raufgedreht, denn das sieht hier so aus, als wenn die tatsächlich noch fast ganz gebraucht werden. Und wenn wir uns nicht verschätzt haben, ist das auch so. Dann lassen wir sie wieder in der Kiste laufen nachher. Auch mal schauen. Wie das hier aussieht. Vorgewende noch mal durchziehen hier. Hier unten ist doch ein bisschen nass. Genau genommen nicht hier, sondern ein bisschen weiter da. Aber das ist normalerweise nicht der Fall. Da muss die Drainage kaputt sein. Da müssen wir im Herbst noch nachgucken. Jetzt wird es ja nichts mehr. Jetzt hier 5 Bahnen, einmal
lang, deshalb habe ich eben Kartoffeln mitgenommen, damit Matze nicht leer läuft in der Zeit. Und dann sind da noch ein paar Meters und dann geht das schon ans Vorgewende hier. Und danach setzen wir um. Wir werden jetzt, haben wir eben noch mit Vater geschnackt, haben uns überlegt, dass wir den alten Akkuliner nehmen für die anderen Kartoffeln. Dann sind wir ein bisschen schneller. Denn hier wird definitiv noch irgendwas drauf bleiben. Dann müsst ihr dann erst sauber, dann müssen die anderen rauf, dann müssen wir die Wagen alle umfahren zum anderen Schlag und so. Und das hält dann natürlich ganz schön auf. Und damit Matze nicht zu viel Standzeit hat, ja, nehmen wir einmal den anderen Wagen mit einem Kornschieber. Ansonsten wäre es egal, aber das ist halt nur ein Kornschieber. Ne? Das ist ja dann ein bisschen mehr Heckmeck, wenn er leer wird, aber das ist dann auch so. Hauptsache es geht weiter. Ja. Flotter Schlepperwechsel und Schlagwechsel. Stärke Kartoffeln. So, mal gucken. Ich denke, geradeaus auf dem Weg abstellen, weil was anderes geht hier irgendwie jetzt auch nicht so richtig. Der Wagen ist relativ voll und das muss ja auch irgendwie kippbar sein. Hier ist noch Zwischenfrucht. Da können wir den Dünger sonst irgendwie an der Seite mit ranstellen. Und das sehen wir gleich. So. Ja, gerade wird hier schwierig. Moin! Da sind ein paar neugierige Kühe. Gerade wird hier wirklich schwierig. Verdammte Axt. Scheiße. Da muss ich mir mal eben von außen angucken. Feine Mutterkuh-Mädels hier. Bei Kälber, so wie das aussieht, ne? Ja. So. Zurück zum anderen Schlag, den Kartoffelwagen runterlassen und wegbringen. Dann müssen wir den Grubber dann noch wegholen. Den Düngerwagen kann wir dann gleich mit dem 718 mitnehmen. Ich habe mit Jens eben noch die letzten Stärke-Profi abgeladen vom Anhänger zu Hause. Das war noch eine gute halbe Kiste, die über ist. Die kommt dann auf dem anderen Schlag noch mit hin. Also nicht auf den, wo wir jetzt hinfahren, sondern da, wo noch Nachbau hinkommt ein bisschen. Hab jetzt den Grubber hier noch weggeholt. Den nehme ich mit zum nächsten Schlag, stelle ihn da ab. Dann einmal da Düngerwagen hochkippen, weil irgendwie das Hydrauliköl anscheinend nicht mehr ganz ausreichend ist am 718. Dann kippen wir den mit diesem hoch, dann holen wir den auch hier mit diesem nachher wieder ab, dann passt das. Und Ina hat uns noch Kaffee dazu zusammengepackt. Dann gibt es gleich nochmal eben ein kleines Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee. Ja, und dann wollen wir mal sehen, wie Matze Bock hat und wie das alles funktioniert. Das sind 3,8 Hektar da. Wäre natürlich jetzt so ziemlich nice, wenn wir die heute noch ganz reinkriegen würden. So, jetzt kommt da ein Güllewagen. Jetzt muss ich mal irgendwo... Und noch ein Auto. Na, jetzt ist der Wunsch. Moin.
gut, dass wir uns vor dem Bosch begegnet sind. Ja, Leute, das riecht hier nach einer Nachtschicht. Die Lichtmaschine ist gar. Komfort ist ja eigentlich auch nicht schlimm, aber jetzt ist gerade ein bisschen kacke, weil das hätten wir hier sonst um, naja, ich denke mal so 8:30, 9:00 wären wir hier durch gewesen. Aber so wäre das nichts hier mit 8:30, 9:00. Mal gucken, er holt jetzt gerade eine neue Lichtmaschine. Ich fahre erstmal nach Hause und dann gegen 7 hier wieder her, löse ich Fahrrad ab und dann wollen wir mal gucken, wie lange wir hier brauchen. 3,8 Hektar, 4 Stunden. Das muss ich jetzt noch irgendwie noch fertig. Wenn wir sonst von mir aus auch morgen früh wieder kommen können, da haben wir nichts. Aber da hat er schon 7:30 beim nächsten Kundentermin. Also wird das nichts, muss heute fertig. Hier kannst du nichts sehen, Alter. Das wird noch lustig in der Ernte. Was passieren? Was machen? Heidi Witzka. Ist das so dunkel? Grüezi. Frischer Akku, alter Tag. 6:30 sagt diese Uhr. Eben noch schnell Abendbrot gegessen. Und jetzt lösen wir Fahrrad ab. In der Hoffnung, dass der Schlepper wieder läuft. Das weiß ich noch nicht. Aber da gehe ich jetzt mal von aus, dass das alles schnell erledigt war. Und dann müssen wir den Schlag hier heute noch fertig kriegen. Muss. Muss. Wetter gut. Sind, schrauben sie noch heute. Scheiße. Meisterleistung der Ingenieurskunst, ne? Läuft die scheiß Kühlwasserleitung da so blöde dann vorbei, dass man das Kühlwasser ablassen muss, weil man sonst die Lichtmaschine nicht tauschen kann. Was ist das für ein Scheiß? Da denkt sich so ein Rotz aus. Naja, jetzt ist fertig. Jetzt haben wir es. Ach Mann, jetzt habe ich die Uhr weggedrückt. 18:58. Ach ja. Also, dann wird das noch nach 11, würde ich mal so sagen. Wenn das jetzt mal losgehen würde. Aber es bewegt sich. So, jetzt läuft's auch. Und 19:42. Also wir werden früher fertig, als ich befürchtet habe. Das klappt ganz gut jetzt. Muss neben noch einmal Kühlwasser nachfüllen. Also da ist ja dann echt noch gewaltig Luft drin. Da war ich selber, habe ich mich gewundert. Der Schlepper meinte, ist zu heiß. Ausgemacht, Kühlwasser nachgefüllt, Kühlflüssigkeit und Wasser und angemacht. Blub. Und das, nachdem er schon 4 Bahnen gefahren war. Also, da müssen die garantiert morgen nochmal wieder was nachfüllen. Aber es läuft. Sehr schön. So, ich guck mir hier zwischendurch an, was Lars so macht. 40 Hektar Kartoffeln sind gepflanzt, hat er geschrieben. Das Video ist von gestern, glaube ich, ne?
Wäre der Schlag hier jetzt noch ein bisschen länger, müsste ich jetzt noch links und rechts an der Schaufel an den Kornschieber ranfahren und die Schaufel ganz voll machen. Aber das passt so ganz gut. Deshalb spare ich mir das hin und her gejuckel und gerenne. Jede Runde eine Schaufel rein und fertig. Das passt. Wir haben das jetzt 10 von 9. Ganz witzig, ich habe ja gerade den letzten Vlog von Lars geguckt. Und da sagte Carsten, ich sag immer so. Und Lars sagt auch immer so. Und ich mache das ja auch ständig. Ne? Und ich sage euch eins, ich schneide schon immer 50% von den Soßen raus. Scheiße. Irgendwas ist immer. Jetzt lag mir schon wieder so auf der Zunge. Ich lass es. Ich habe mir jetzt eben hier noch die AB-Linie gezogen aus der Fahrgasse. Dann haben wir die für die Zukunft auch. Und sonst nichts zu tun hat, ne? Jo, wir brauchen noch eine halbe Schaufel Dünger. Höchstwahrscheinlich, also scheiß auf höchstwahrscheinlich. Ich baue jetzt eben die Düngerschaufel an. Und klecker da noch ein bisschen rein nächste Woche. Gleich auf der anderen Seite das Vorgewende macht und da geht der Dünger aus, das ist scheiße. Das ist ein Riesengejuckel, weil wir hier an der Seite auch nicht langkommen. Gut, Fahrgasse wäre möglich, aber das ist ja auch nicht so das Gelbe von mir. Also, bisschen Dünger. Es wird sowieso irgendwas in der Maschine drin bleiben. Ein bisschen Dünger, ein paar Kartoffeln, keine Ahnung. Also, er muss dann eh noch einmal zu uns kommen. Entweder wenn wir hier durch sind oder morgen früh, vermutlich aber eher, wenn wir hier durch sind, wäre sinnig. Und den Rest dann eben auslassen. Aber das ist ja nichts Neues. So, jetzt wollen wir eben hier schaufeln. Jo, traumhaft. Fertig. Wollen die Schaufel wieder anbauen, Wagen anhängen und dann geht's nach Hause. Düngerwagen ist schon weg. 10:30. Habe ich so schlecht ja doch nicht geschätzt. Ne? Aber wir haben es drin. Das heißt, wir haben jetzt 46 Hektar fertig. So, und dann haben wir so einen richtig schönen Plan. Mittwoch, Donnerstag Vollgas pflanzen. Ah, fuck, ey, habe ich den jetzt nicht? Nee, falsch. Schief dran. Vollgas pflanzen und dann gucke ich eben im Wetterbericht rein und was steht da? Ah, Regen, beide Tage. Kannst du mir echt nicht mehr ausdenken, so eine Scheiße. Selbst der von Ina empfohlene Wetterbericht hat da jetzt auch Regen an beiden Tagen drin. Jetzt sagen alle Wetterberichte Regen. Also wird da wohl irgendwie was dran sein. So,
kein Spaß. So, die Deichsel passt garantiert auch nicht. Soll es aber noch sein. Natürlich nicht. Ich hänge ihn an, bis gleich. Feierabend. Bis morgen. Moin Kaffee, moin Jens. Moin Sven. Moin Dienstag, 23. Moin 23. April. Gänsefleisch, die Tür aufmache. Der Schein trügt wieder. Das ist so kalt, das kann man nicht mehr zeigen. Ja, 0 Grad hat mein Handy angezeigt. Ja. Als ich heute Morgen mit Lumpi draußen war, da kamen Eiswürfel raus. Traumhaft. So. Lull, da haben wir es wieder, das so. 3 Meter Grube angebunden. Ich will mal eben beim Weizen die abgesoffene Stelle ein bisschen durchziehen, dass das durchlüftet. Weil so wird er gar nichts mehr von. Mal schauen. Und dass wir das hinkriegen, dann wollte ich eigentlich nachher noch eben Dünger holen. Wir haben ja morgen und übermorgen, hatte ich gestern glaube ich schon erzählt, ne? Pflanzen angesetzt, ganze Tage. Wetterbericht sagt ab ungefähr 2 Uhr Nacht, heute Nacht Regen. Aber wir warten das jetzt ab. Wir telefonieren morgen früh und gucken, wie viel es geregnet hat, ob es geregnet hat und ob es noch regnet. Und dann entscheiden wir, was wir machen. Also ganz absagen wollte ich jetzt noch nicht. Aber jetzt erstmal ein bisschen im Matsch spielen.
kleinen Büchsen immer noch aus hier. Solange sie noch können. Dann gehen die immer hier durch den Zaun durch. Da passen die noch durch, gerade mal eben. Da zischen die dann ab. Das sind immer die drei kleinen, die wir hier noch haben. Da ist eins davon. Ein Nachkomme von Uwe. Ja, ein paar Büsche gepflanzt hier, alles was ich aus dem Garten geholt habe, mal habe ich hier mal mit eingepflanzt. Hier habe ich noch eine Bank gebaut gestern, dass man mal ein bisschen gucken kann hier zum Teich, wenn der dann mal fertig ist hier irgendwann. Da hinten habe ich noch ein paar Kastanien eingepflanzt, 4 Stück, die waren vorne noch über. Pflanze, keine Ahnung was das ist, egal, Hauptsache es wird groß und grün, ein bisschen Schatten. Und hebt das Bild ein bisschen auf hier. So, dann habe ich hier das Tor. Da habe ich noch ein Draht eingebaut, damit wir hier unten einmal Strom lang kriegen. Dann kann man das Tor nämlich mal auf und zu machen, ohne dass man jedes Mal die Litze losmachen muss. Und dann ist immer noch Strom drauf. Das habe ich vorne am Tor auch gemacht. Ach ja, und die Esel habe ich laufen lassen. Die sind jetzt hier auf dem Gang. Die sollen dann mal ein bisschen runterfuttern hier das Ganze. Und was dann nachher noch an Hinterlassenschaften bleibt, das mache ich dann auch noch weg. Aber das sehen wir dann. Hier Winifried ist auch da, die Kleine. Schön mit Pony. Also Esel mit Pony im Gesicht. Naja. Ja, hat noch Angst. Und hier habe ich jetzt auch ein Draht eingebaut in der Erde. Dann brauchen wir hier die Litze auch nicht mehr aufmachen, dann können wir das immer lassen. Durchs Tor gehen die nicht durch, aber dann können wir den Strom anlassen, ohne jedes Mal hier alles Strom wegzunehmen, weil die hängen da ja alle mit dran. Das hängt ja alles an dem Stromgenerator dran, an den Stromzaungeber. Ja. Dann sollen die da mal ein bisschen abfressen alles. Haben sie was zu tun. Und ich suche mir die nächste Arbeit hier. Ja, mal gucken, ob der Strom funktioniert. Jetzt hier Fahrrad rein. Zack. Werkzeug. Ja. So langsam mal ein bisschen sortieren und hinbauen. So, mal gucken. Müsst jetzt beide grün. Ja, läuft wunderbar. Hat funktioniert, was ich da gebaut habe.
Gott. Was für ein Rotz. Aber sowas von. Ja, mal gut, dass Jens gestern den Schlepper gewaschen hat. Aber Leute, da hat er ja nicht gut geguckt, oder? Eigentlich sind die Felgen rot. Jetzt! Oh Wunder! Oh Wunder! Wir ändern den Plan. Nein, wir haben den schon geändert. Also eigentlich Mittag ist gerade durch. Wir haben es 1:30. Eigentlich wollte ich jetzt diesen Wagen hier abladen. Da ist ja noch Reststärke von gestern drauf. Und damit Dünger nachholen. Jetzt klingelte gerade vor 10 Minuten das Telefon. Jürgen könnte heute noch kommen, so gegen zwischen 3:30, 4 wäre dann wohl hier. Weil er da, wo er jetzt zugange ist, dann fertig ist. Er muss dann auch eben einmal in der Firma, aber irgendwie so bei rum. Ob wir denn wohl pflanzen wollen würden? Natürlich wollen wir pflanzen. Dafür reicht der Dünger ja auf jeden Fall noch, den wir hier haben. Also bereite ich das jetzt so weit vor. Scheiße, das passt nicht vorne. Eckig mit der Schaufel in den anderen Wagen. Den Wagen lassen wir Wagen sein, da bleiben die Kartoffeln drauf. Die pflanzen wir dann, wenn wir wieder Stärke pflanzen, aus und fertig. Das hilft alles nichts. Und so wie der Wetterbericht aussieht, ist morgen mehr als genug Zeit, um Dünger nachzuholen. Meine Fresse! Nix pass! Ach, Jens denkt noch, Jens holt gerade den Weidemann mit der Schaufel. Weil der letzte Stand ja war Vormittag, dass wir gesagt haben, wir haben diesen ab, machen wir jetzt noch nicht. Oh, Alter, tut das noch, dass das hier so eng ist mit dem Wagen. Da vorne. Das würde mir nicht passen. Jetzt kommt schon. Jetzt muss es passen. Ich würde nur ein kleines Stück zurück, damit ich hier Platz habe. Der Halmfüller. Oh meine Güte. In diesem Moment werdet ihr jetzt wahrscheinlich schon überlegen, was macht der da? Oh, das sieht aber ja passiv aus jetzt. Auf jeden Fall aus dem Schlagregen raus, wenn der Regen kommt. Was ist das denn dahinter? Da ist jetzt. Guck mal hier, auf die alten Tage hat er 818 noch ein Lenksystem gekriegt.
Lenksystem Spurrille. Ihr wollt gar nicht wissen, was ich gerade mache. Verdammte Axt, ey. Aber hilft alles nichts. Das Problem ist, also hier diese eine Bahn, die ist noch nicht separiert, wie man sieht, weil es zu nass war. Jetzt wäre es gegangen. Er hat aber dann von der anderen Seite angefangen und da war er schon separiert. Bedeutet, wenn er jetzt hier separieren wollen würde, kriegt er die Steine nirgends hin. Der kann sie nicht ablegen. Weder nach da noch nach da. Das wiederum bedeutet, man müsste entweder mit einem Bunker kommen am Separatisten, also CS-150 mit Bunker dran, oder eben so wie er es sonst macht, mit einem Anhänger nebenher fahren. Das hätte auch noch alles geklappt, hat er eingeplant, aber das klappt jetzt nicht mehr, weil Jürgen ja kommt. In einer Stunde, gute Stunde oder so ist Jürgen da. Also haben wir jetzt dann hier quasi anderthalb Reihen, also einmal mit dem Ruder hoch, wo wir dann die Steine drin behalten haben, aber das gibt Schlimmeres. Das auszuhalten, nützt alles nichts. So, dann will ich gleich noch mal gucken, wie das da an der Seite aussieht und dann das hintere Stück. Ach, ich zeige euch das gleich, wenn wir da sind, weil da müssen wir eigentlich auch noch Gülle hinfahren und da sollen eigentlich auch noch Kartoffeln hin, aber da ist fürchterlich nass. Da schmecken wir jetzt, wenn wir sowieso schon mal hier sind, schmecken wir das gleich noch mal eben ab mit dem Grubber, wie das da aussieht. Ob wir da eventuell Donnerstag die Gülle raufkriegen. Und ansonsten muss das dann noch mal zwei Wochen liegen. Dann ist das auch so. Aber erstmal einmal hier hochgetüdelt, dann können wir dieses Stück hier fertig pflanzen. Das Vorgewende, das ist ja ein Keil, das wird noch nicht gehen, weil wir da noch lang fahren müssen, um zu dem Stück dazu kommen. Aber das Separierte kann er dann heute hier fertig pflanzen. Und dann mal gucken, wie das, was das Wetter sagt und was die Uhr sagt, ob wir dann zum anderen Schlachter noch hintüdeln. Und da zumindest schon mal anfangen, dass wir da in den nassen Ecken die Fontane schon mal reinkriegen. Das wäre, glaube ich, gar nicht ganz doof. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Jo, also wir haben hier zwei Löcher. Einmal hier und einmal da. Und da. Ach nee, hier geht gar nichts. Aber. Aber, wie man sieht, das ist ein Loch. Aber wir kommen mit 30 Meter Gestänge planmäßig Donnerstag. Das heißt, wir können das hier sauber umschiffen, weil hier ist überall kein Problem, hier ist alles befahrbar. Ich lüfte das jetzt noch einmal durch. Noch habe ich Zeit, jetzt haben wir es kurz nach zwei. Dann sollte das mit dem Güllefahren hier Donnerstag eigentlich hinhauen. Und dann im Mai pflanzen und pflügen und pflanzen. Vorher wird er nichts. Der Rest staubt hier lang. Junge, 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 Junge. Hier gegenüber haben wir letztes Jahr Kartoffeln gehabt, wer sich erinnert. Da ist es auch gerne nass. Falsche Einstellung, ganz so sportlich müssen wir nicht fahren. Das war noch zu schnell. Ja, 12 ist okay. Tja. Hatte ich die dusselige Kamera auf dem 818 liegen lassen. Ich habe jetzt eben den einen Wagen mit Fontanen noch wieder voll gemacht, der steht jetzt schon auf dem Feld. Jetzt holen wir uns den 27. Da ist die Thematik zu früh gefreut oder zu früh gewaschen, keine Ahnung, auf jeden Fall benutzen wir ihn jetzt wieder, weil das noch nichts wird so schnell. Also Attacke, hier kommt jetzt der Düngerwagen hinter, da wird ja auch nicht so groß mal rumgesaut. Düngerwagen für den Schlag hier einfach eben auf dem Hof. Auf dem Hof abstellen. Dann machen wir hier alles fertig.
und dann geht es zum anderen Schlag. Er wollte jetzt in Kürze auch anfangen mit dem Separieren, den Rest. Ich hoffe, dass das hinhaut. So, Hydraulik brauchen wir frei. Dann nehmen wir gelb. Warum ist denn der Sitz so tief? Alter? Ich sitze ja hier wie im... Wo ist der Knüpp? Da. So, Düngerwagen hinter ankippen. Jürgen ist jeden Moment hier, hat vorhin angerufen. Da war ich noch beim Aufladen. Und da ist er schon. Jetzt aber Hakengas hier. Joa. Jetzt ist es 15.22 Uhr. Ja, ihr kriegt... Ja, nicht jetzt. 15.22 Uhr. Jürgen hat Beize mit für 10 Hektar. Hektar die Stunde. Dann müssen wir bis 25.22 Uhr Kartoffeln pflanzen heute. Ja, ist auch was. Und
ab 26 Uhr soll es mit dem Regen losgehen. Ach, ehrlich, ganz großes Kino. Ich will jetzt mal eben das Dröhnchen holen, dann können wir noch einmal rumdronieren. Kein Satellit. Was machen?
Gut, das ist die Sortierung, ne? Da, wenn du bei Drillingen kommen da teilweise sogar manchmal drei mit. Das ist natürlich nicht ganz so geil ist, aber wenn der Rüttler jetzt noch doller ankommt, dann hast du nachher die Fehlstellen. Das muss jetzt so gehen. Aber sonst sieht das Pflanzgut wirklich gut aus, was wir gekriegt haben. Aber die müssen jetzt auch rein. So ist es so, dass ich heute Nacht wenigstens nicht mitfahren muss zum Nachstochern. Mann ey.
Jürgen hat jetzt Dünger und Kartoffeln genug drin. Hinten das Vorgewände, das habe ich eben noch durchgegrubbert, kann er machen. Da bis zur Seite, soweit wie separiert war, ist er durch gleich. Und wir fahren den Düngerwagen jetzt schon mal zum nächsten Schlag. Na, noch nicht genug Druck oder was, aber warte mal kurz. Ja, Düngerwagen zum nächsten Schlag. Jetzt ist beim Flug, da kam Vater eben mit zurück, da ist das Rad abgefallen, da war ein Lagerschaden anscheinend. Da muss morgen auch erstmal wieder fertig, das Stützrad. Aber gut, jetzt pflanzen wir, bis es regnet. Mal schauen. Aber Wetterbericht sagt, bis 25 Uhr, 22 kann ich nicht pflanzen, weil um 22 Uhr schon Regen kommen soll. Aber mal gucken. Das meiste fällt wahrscheinlich sowieso daneben. Hoffe ich. Haben wir jetzt Druck? Ja. Abfahrt. Schön, aber noch trocken. Da hinten ist er tatsächlich jetzt auch am Separieren. Oh, ich hatte alles so schön ausgesaugt und sauber gemacht. Verdammte Axt. Dann kann er hier gleich losgehen. Hier war Vater bis eben noch am Flügen, bis das Scheißstiftrad abgefallen ist. Da kommen Stärkekartoffeln hin. Aber er ist schon ein ganzes Stück da hinten. Soweit kann man kaum gucken mit der Kamera. Da steht der Packer. Also ganz viel ist hier nicht mehr nach. Das Vorgewände und da hinten. Jo, das sieht doch gut aus. 18:32, um genau zu sein. Jürgen fährt jetzt da gerade die erste Bahn. Ja, ich bin gespannt. Entweder fängt es an zu regnen oder der Dünger ist alle. Irgendwas wird uns dann irgendwann aufhalten. Aber erstmal geht das jetzt weiter. Das auf dem Kipper da, das sind die letzten Fontane. Die pflanzen wir jetzt hier aus. Und dann geht es mit Lea hier weiter. Speise lecker. Scheiße! Naja, genau habe ich ja sonst noch nichts zu tun. Aufsammeln. So, nichts verkommen lassen. Pflanzgut ist knapp und teuer. Wenn der Wagen leer ist, das wollte ich ja nicht gerade nur erzählen, dann sind wir mit den Fontanen durch. Mehr haben wir nicht. Ich hoffe, das reicht für den Kontrakt. Aber normalerweise dürfte das nicht schief gehen. Wir haben heute gerade, war das heute? Ja, heute. Heute gerade den Kontrakt für dieses Jahr unterschrieben. Das machen wir wie im vergangenen Jahr auch. Direkt vom Feld nach Schesel, wird da eingelagert. Das hat mir so ganz gut gefallen.
So. So, nachher noch mal eben einen Stock setzen, wenn wir wissen, wie weit die Fontane sind. Und dann kann das weitergehen mit dem Wagen da. Da sind Lea drauf. Jetzt ist es wie spät? 19:39. Bisschen geht noch. 8:30. Jetzt fängt es hier an zu schiffen. Ich kann kotzen, ehrlich. Hier pflanzt jetzt gerade die Fontane aus. Ja, anscheinend sind noch ein paar drin. Die müssen ganz ausgepflanzt werden. Wir sind sowieso schon knapp. Und dann setzen wir hier mit den Lea dann davor. Wenn der jetzt nicht mehr ganz hoch kommt, dann ist das hoch. Eigentlich ist es nicht so geil, lieber saubere Reihen getrennt, aber wird schon nichts. Jo, und dann müssen wir mal genau auf dem Hektarzähler gucken, ob das jetzt auch reicht. Sonst muss ich gucken, ob ich noch irgendwo eine Tonne nachkriege. Aber wenn das jetzt so, wenn sich das jetzt richtig einregnet, dann ist sowieso mein Schluss. Ich habe extra den Wagen mit der Lea, den da, zugemacht, bevor ich ihn hochgekippt habe, in der Hoffnung, dass, wenn ich ihn zumache, dass es dann nicht regnet. Was soll ich sagen? Hat nicht geholfen. Ach, Mann. So, ich habe jetzt eben mit Jürgen gesprochen. Wir machen noch einen Moment weiter. Wir gucken mal. Klar dazu, was das Wetter macht. Noch staubt das. Er sagt, noch ist das kein Problem. Aber da hinten, ich weiß nicht, schwer zu erkennen, wie viel Regen da drin steckt, ne? Wir probieren das noch mal eben. Das Licht da vorne, da ist er noch am Separieren. Das scheint noch zu gehen. Es tröpfelt auch nur so ein bisschen. Also ist jetzt nicht so wild. Vielleicht haben wir noch Glück.
Oh, ihr seid ja noch da, verdammt. Entschuldigung. Ja, das hat nicht mehr viel Wert. Wir machen das jetzt so. Ich hole noch eine Schaufel dazu. Dann haben wir den Dünger aus der Maschine auch leer. Wir haben eben noch kurz überlegt, ob wir noch Dünger nachfüllen. Aber das, also das sieht mir so aus, als wenn sich das richtig einregnet jetzt. Und das hat keinen Wert. Das schmiert er nur. Also noch ist das auf dem Feld kein Problem. Das staubt noch, aber das wird nicht mehr lange so sein. Und dann haben wir jetzt gesagt, ist wie es ist. Er pflanzt jetzt diese beiden Schaufelkartoffeln aus, denn wie gesagt, der Dünger ist dann so gut wie leer. Und dann kommt er ja morgen sowieso wieder, insofern das dann nicht schüttet. Ne? Das wissen wir ja noch nicht. Zurück. Jo, alles klar. Eine kannst du noch holen, die Schaufel, wa? Soll ich noch eine reinmachen? Ja. Ja. Und dann nehme ich die Düngerschaufel mit nach Hause, ne? Ja. Ja. Das war die letzte Schaufel für heute. Leider. Scheiße. Mann, jetzt haben wir den Düngerwagen weg. Jetzt werden die Tropfen weniger, aber. Nein, komm. Irgendwann ist auch gut. Lass uns. Ratet mal, was jetzt los ist. Haha! Das stimmt mich jetzt ein bisschen gnädig. Muss ich jetzt zugeben.
gute Nacht. Bis morgen. Wir wollten ursprünglich 7:30 anfangen, dann kam Regenschauer. Haben wir erstmal abgewartet. Jetzt ist es 7:45. Im Moment ist trocken. Es ist nicht schön, aber es ist trocken. Es gab jetzt noch nicht so viel Regen, also der Boden wird noch gut sein zum Pflanzen. Also testen wir das jetzt, so lange wie es geht. Mal sehen. Also der Plan wäre jetzt, dann schmeißen wir eben 2 Kisten Kartoffeln nach. Der Plan wäre jetzt, dass wir Dünger voll klatschen in der Maschine und dann fahre ich schnell los nach Schesel zur Heidesand und hole nochmal Mischdünger nach. Dass wir dann, falls es geht, auf jeden Fall auch genug Dünger da haben. Jens ist erstmal noch zu Hause, der hat einen Monteur da. Wegen seiner Heizung, da hat er ja so viel Spaß mit, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, 4 Wochen jetzt oder sowas schon. Naja, vielleicht läuft es ja nachher. Noch haben wir Glück, ist gerade trocken hier in Schesel. Hier ist nämlich kein Dach drüber. Da habe ich mir gerade noch so ein bisschen Sorgen gemacht, aber im Moment toi toi toi. Da will ich nämlich natürlich gar keinen Regen rein haben, das wäre richtig scheiße. Macht sich zurecht. Das hat ja mal geklappt. Plan ist wieder drauf. Alles trocken verladen. Hervorragend. Da sind wir wieder. 9.25 Uhr. Offensichtlich ist der Dünger noch nicht leer geworden in der Maschine. Das hat auch gut gepasst. Wetter hält sich auch so leidlich. So ein paar, ganz paar kleine Tropfen auf der Scheibe, aber nichts Schlimmes. Also passt. Fliegender Wechsel. Vater wollte noch mal eben gucken, den anderen Wagen eventuell vor. Oh, jetzt klingt das Telefon. Ja, Moment. Enjoy your entertaining and insightful content. It is the reason that we believe collaboration with you on your product launch would be a win-win opportunity. Logisch ist das ein Win-Win. Logisch mache ich Werbung für Kücheninventar. Warum auch nicht? Voll geil. Ich koche auch so gern und vor allem gut. Leute, Mann ey. Oh. Ich gucke deinen YouTube-Kanal schon so lange und ich finde das so geil. Und unser Produkt passt hervorragend. Hervorragend passt das in deinen Content. Das gliedert sich schmatzend ein. Man merkt das gar nicht, dass das Werbung ist. Ist klar. Leute, also ganz liebe Grüße an alle, die diese E-Mails schreiben wollen. Und das sind ja nicht nur englischsprachige. Meine ich. Danke. So, jetzt fängt es an zu tröpfeln. Ich hoffe, das ist nur ein Moment. Scheiße. So, Frege ist auch gerade da. Weiß nicht, ob die beim Pflanzen noch was einstellen wollen. Gestern hatten wir leicht Probleme mit dem Granulatstreuer. Da hat sich ein Schlauch immer dicht gesetzt. Da ist eigentlich letzte Nacht bei gewesen, hat das umgebaut. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Aber solange es weiterläuft, soll mir das egal sein.
da haben wir schon die nächste Anfrage. Die kam gerade eben 10.33 Uhr, vor 5 Minuten. Und die suchen, das habe ich noch nie gelesen, das ist das erste Mal, dass ich sowas lese, die suchen Leute, die Amazon-Bewertungen schreiben. Als Gegenleistung gibt es das Produkt dann gratis. Also vertraut keine Amazon-Bewertungen bei den Produkten. Ne? Ein Laptop-Ständer, voll geil, der passt hier bestimmt auch noch super auf den Schlepper. Jetzt haben wir gleich Sortenwechsel und das ist natürlich hier jetzt ein bisschen unglücklich. Ja, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt mit dem Pflanzer noch kommen. Muss man irgendwie jetzt merken. Vielleicht müssen wir hier noch zwei Bahnen lang ziehen mit denen leer. Keine Ahnung. Ja, das muss man dann mal eben aufschreiben, wenn das soweit ist. Na, jetzt fängt es richtig an zu regnen. Ich habe hier noch eine Schaufel voll drin, die nehme ich, das nehme ich jetzt mal nach Hause. Lassen jetzt hier, ach, ihr seid noch am Strom. Ich habe vergessen, den Akku zu tauschen, aber das muss jetzt eben reichen. Lass den Wagen wieder runter. Das ist die erste Schaufel Belana, die ist halt, da ist in der Maschine noch nichts reingekommen. Nehme jetzt den vollen Wagen mit. Nehme den vollen Wagen mit nach Hause und die Schaufel schütte ich zu Hause in eine Kiste, dass die nur ein bisschen wieder ablüften. Das hilft alles nichts. Das ist alles scheiße hier. Naja, aber wir sind jetzt knapp über 50 Hektar Fläche, die wir drin haben. Aber guckt euch das an, das regnet sich jetzt richtig ein. Oh, da haben wir die ganze Zeit nur ein bisschen Niesel, das war alles in Ordnung. Aber jetzt, das geht einfach nicht. Das ist scheiße. Der Wagen ist voll. Abflug. Kartoffeln nehmen wir nachher in der Kiste. Wir jetzt mal erstmal eben die anderen beiden Wagen nach Hause holen, vor allem den Düngerwagen. Ja, den habe ich da eben untergestellt. Oh, ich habe die Klappen gar nicht ganz zugemacht. Das machen wir nochmal eben. So.
Trotz. Ach, scheiße, die Düngeschaufel, fuck. Ah, da müssen wir gleich doch noch 7,18, dann muss er erst die Kartoffeln ausladen. Krieg ich ja so nicht mit. Kacke. So, damit wir gleich auch noch was mit der Hand zu tun haben, schmeißen wir die Hälfte daneben. Wir sind nur an einer Seite. So, dann holen wir den Rest da weg und dann ist erstmal Mittag. Chef? Chef? Chefe? Ei. Haben wir einer Klarschiff gemacht hier. Wo ist denn derjenige? Da. Chef? Machst du ein Klarschiff? Ja, bisschen. Junge. Du musst ja wieder Platz gemacht werden für die nächste Ernte. Und deine Bude ist auch wieder warm, ne? Heizung geht wieder. Ja, Heizung geht wieder. Sehr schön. Ja, ja gut, dann verpissen wir uns jetzt aus diesem Video. Es pisst. Ja. Und das Video ist lange noch und deshalb sagen wir jetzt Tschüss. Ne? Mhm. War schön mit euch, glaube ich. Aber das werden wir ja sehen, wenn ihr kommentiert habt. Ja. Was für ein blöder Spruch. Mir fällt aber auch nichts anderes mehr ein. Also, nee, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Reinhauen. Ja. Füssing! Puh. Hast du hier geblasen? Ich habe geblasen, ja. Ach, deshalb staubt das hier so. Blasen kann ich nicht. Ha. Ha.